schade, aber man hat sich langsam dran gewöhnt. Quackenbush dafür in altbekanntem Outfit, keine Veränderung bei ihm. Und da geht schon los. Zwei schöne Hand. Oh, genau ins Gesicht. Oh mein Gott, Johnny Storm legt dir gleich los. Whippen in die Ringecke, aber gekontert. Reversal. Wunderschöne Aktion von Johnny Storm und Mike Quackenbush weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der berühmte Johnny Storm Somersault Dive. Ja, es geht hier sofort los. Die beiden warten gar nicht ab. Ein Highspot folgt dem nächsten. Nur Mike Quackenbush steht erstmal K.O. draußen. Ja, wirklich Wirbelwind, Johnny Storm, The Wonder Kid. Legt hier gleich mächtig los. Tja, Mike Quackenbush kann noch lachen. Fragt sich, ob er vom Ende des Matches auch noch kann, falls Johnny Storm dieses Match gewinnen sollte. Aber er entert wieder den Ring. Und es kann weitergehen, vielleicht etwas in die Bahnen. Ja, mein Quackenbush hat zum ersten Mal im April bei der WXW. Und dort gleich, wir haben schon oft erzählt, so grandios wurde er da angefangen, dass er unbedingt wiederkommen wollte. Seitdem ist er schon viermal hier gewesen. Sein vierter Deutschlandbesuch ist das. April, Juni, November und jetzt eben Februar 2004. Und jetzt gehen beide in den ersten. Oh, gleich! Ein Vollnelson hier von Mike Quackenbush. Johnny Storm. Ja, er kennt natürlich wirklich alle Tricks der britischen Ringkunst. Er hat viel gelernt von Dino Scarlo in England. Wunderschön gemacht. Sehr schön. So ein 100 Konter, die er, glaube ich, aus dieser Position kennt. Aber auch Mike Quackenbush ist da natürlich. Steht ihm nichts nach. Quack hält jetzt diesen Wristlock und Johnny versucht sich mit einem Kopfstand, wie das aussieht hier. Und jetzt vielleicht mal Quackenbush, weiß gar nicht, was er jetzt damit anfangen soll. Und Johnny Storm schnappt sich mit dem Fuß an und geht seinerseits an den Wristlock. Sehr schön gemacht von Johnny Storm. Ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber Referee in diesem Match, Andy. Ja, unser englischer Referee. Ja. Auch schon bei We Call 187, Demi Call 187. Ringrichter war jetzt ein schöner Armbreaker von Mike Quackenbush und es geht gleich in eine Art Cross-Armbreaker. Sofort rufen die Fans nach dem Tap-Out, aber ich denke, das ist noch etwas früh. Oh, es sieht aber böse aus, wie Quack seinen Fuß praktisch Johnnys Gesicht drückt. Das ist eine sehr schmerzliche Lage, in der Johnny sich jetzt hier befindet. Jetzt, ja, seit... Nein, Lex ist das von Mike Quackenbush. Sehr schön gemacht. Ja, und Johnny weiß jetzt gerade mal nicht, wie er da rauskommen soll. Oh, verstärkt den Druck nochmal. Johnny, vielleicht könnte er sich in die Seile retten, aber er sieht nicht, dass er die... Ich weiß auch nicht, ob er die in Reichweite hat. Aber das wäre mir die bessere Taktik, als versuchen, aus dem Hold rauszukommen. Die Fans natürlich immer noch an Feier. Headlock von Johnny Storm befreit sich, sehr schön gemacht. Ja, jetzt ist Mike Quackenbush der sich aus dieser Smoke befreien muss. Schafft das jetzt auch, kommt wieder auf die Beine, möglicherweise mit einem Whip. Nein, Side-Lock Takedown nochmal gezogen. Sehr schön gemacht von Johnny Storm. Ja, das muss sich Mike Quackenbush jetzt einfallen lassen. Die Fans stehen natürlich hinter ihm, aber sie stehen noch hinter Johnny Storm, beide ja sehr beliebt. Bei den WXW-Fans geht jetzt hier wieder den Full Nelson. Aber auch Johnny ab in den Waistlock. Also die beiden. Wunderschön. Was macht Quack da? Bekommt das Bein von Johnny zu fassen. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Mal eine Head-Scissor, ein Cross-Head-Scissor sozusagen. Oh, das sieht wirklich gefährlich aus. Da wird Quack ja aus. Was macht er da? Quack. Völlig surreale Szene hier. Quack geht auf den Boden. Gucken Sie sich ein Gesicht an. Sein Gesicht läuft rot an. Vor Schmerzen. Und jetzt löst Johnny. Und Quack wird sich hier langsam aus. Tja, diese Aktionen geben uns die Möglichkeit, etwas über ein paar andere Themen zu reden. Und reden kann auch dieser Mann. Er kommt gerade zu uns. Double Sieg, er hat von seinem Match zurück gegen Ares, das er erfolgreich bestritten hat. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ja, also, vielleicht möchte ich mal sagen, das war klar ein hartes Match gegen Ares vorhin. Und
Ja, ich muss sagen, mein alter Technikpartner, der ist immer noch voll drauf, aber wie man schon auch früher gesehen hat, ich bin einfach der Bessere und ja, ich habe auch dieses Match gewonnen und ich glaube, das spricht für sich. Wenn wir uns hier in der Action zuwenden mit Mike Quackenbush mit einer wunderschönen Cross-Arm-Hook on-Drag. Und jetzt geht Mike für ein Live und, oh, noch nicht. Ja. Kommt auf den Eltern wieder auf die Beine. Sieh mal wieder, man sieht Johnny Storm gar nicht, wo er ist. Oh, doch. Oh, springt von einem Seil aufs andere und wieder raus. Da hat das Radar von Mike Quackenbush hat hier zugeschlagen und Johnny Storm geortet. Und selbstverständlich getroffen. Wie man weiß, Mike Quackenbush sehr präzise. Ich habe selbst schon irgendwie gearbeitet, habe natürlich ebenfalls gewonnen. Aber dieser Mann ist sehr schnell, da muss man aufpassen, bei allem, was man tut. Ja, genau so ist es. Und ich habe endlich mal Worte, wo man ihm zustimmen kann. Ja, da haben Sie ja schon dreimal mit Mike Quackenbush zu tun gehabt. Einmal in einem Four-Way Dance am 18. April. Einen Tag später in einem Singles-Match, das er gewinnen konnte. Allerdings mit Unterstützung der Seile beim Cover, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Ja, nicht ganz fair. Ich weiß nicht, aber ich gewinne eigentlich alle meine Matches fair, und zwar durch Pinfall oder Submission. Also von dem her weiß ich ja nicht, was Sie hier sprechen, aber... Und das zweite Singles-Match der beiden am 21. Juni innerhalb des WXW Cruiserweight-Turniers. Ja, und das hat er auch hat er verloren. Eine Niederlage im Cruiserweight-Turnier. Als Heavyweight eine Niederlage gegen einen Cruiserweight, blamabel. Jetzt wieder. Anscheinend hat Mike Quackenbush eine Schwachstelle gefunden und arbeitet hier über das Bein von Johnny Storm. Was eigentlich auch sehr clever ist, da man den schnellen Storm, wenn möglich, am Boden halten möchte. Aber wie man sieht, das weiß auch Johnny Storm und er wehrt sich da vehement dagegen. Genau, mit einem Zertreten in den Rücken von Mike Quackenbush und kann sich so auch befreien. Wenn man denkt, wo der Man of a Thousand Holes ist, dann ist Mike Quackenbush der Man of a Billion Holes. Reversal wieder von Johnny Storm, Quackenbush in die Ecke. Oh, ach, der Schlag. Oh, was kennen wir schon von Johnny Storm? Er nimmt seinen Fuß und mit und ein Face Crusher hinterher. Quack steht noch, aber nicht mehr lange. Shining is a Giri von Johnny Storm gegen Mike Quackenbush. Das hat ihn natürlich hart getroffen und Johnny Storm wächst zum Cover an. Aber nur ein Two-Count. Mike Quackenbush kommt wieder aus dem Cover raus. Und Johnny Storm setzt jetzt nach. Hat ebenfalls genau wie Mike Quackenbush ein wirklich unglaubliches Move-Repertoire, aber jetzt ist Quack zurück. Und geht weiter aufs Bein von Johnny Storm. Sehr schön gemacht, das löst sich sofort schnell. Ein Master der Submission Holds, also muss man immer aufpassen, sobald er nur das Kleine ansetzt, weil das kann sich sehr vehement und sehr effizient dann auch rauskommen. Man weiß nie, in was für einem Griff man sich da befindet. Mike Quackenbush ebenfalls, der ebenfalls in Mexiko wrestelt, hat er ebenfalls zum Beispiel mit den Dianos trainiert oder auch anderen Lucha-Größen und die kennt sicherlich jede Menge Submission Holds, die sehr effizient anzuwenden sind. Und Mike Quackenbush wird selbstverständlich jede Chance nutzen, diese Submission Holds auch anzusetzen. Was man aber auf Johnny Storm nicht vergessen darf, sobald dieser Mann einmal seine Geschwindigkeit ausspielen kann, dann... Sehr schön gemacht von Mike Quackenbush, nur ein Two-Count. Tja. Oh, das kennen wir von ihm, die berühmte Rippe. Ich möchte ich nicht kommentieren. Und wie wir den kommentieren? Mike Quackenbush geht in die Ringecke und gleiche Move, den Double C schon im Juni anstecken musste beim Cruiserweight-Turnier. Eins, zwei, drei. Ja gut, die Fans sind alle auf Englisch. Sehr schön gemacht von Mike Quackenbush. Jetzt setzt danach, geht wieder in einen Leg-Block. Johnny Storm versucht in die Seite zu kommen. Und Mike Quackenbush ja auch beim Trainer von Toyomon, der japanischen High-Flying-Liga, Skyde trainiert. Die sind auch gegen diesen gekämpft und die sind sogar besiegt. Hat er gegen ihn den Mexican Middleweight-Title gewonnen und den auch bei der letzten WXW-Show verteidigt. Ja, diesen hat ihn natürlich auch versucht, Johnny Storm das letzte Mal streitig zu machen. Johnny Storm ist einfach sehr schnell. Und wie man hier sieht, kann er seine Schnelligkeit nicht ausspielen, was natürlich darauf zurückführt, dass Mike das konsequent gearbeitet. Aber sobald, ich bin mir sicher, sobald Johnny Storm wieder irgendwas durchbringen kann, dann wird es sehr gefährlich für Mike Quackenbush werden. Ja, Johnny Storm war ja, kommt aus England, aber auch in den USA und zuletzt jetzt auch in Japan bei Zero One seinen ersten Japan-Auftritt gehabt bei den USA-Shows am 30. und 31. Januar. Also auch eine absolut internationale Größe. Während hier Mike Quackenbush versucht, sich aus dieser Body Scissors zu befreien. Ja, er macht das weiter, Mike Quackenbush macht das weiterhin sehr geschickt. Er hält Johnny Storm am Boden. Johnny kann, wie WC eben schon gesagt hat, seine Schnelligkeit nicht ausspielen. Und im Moment
das ist noch ein Vorteil für Mike Quackenbush. Oh, sehr schön gemacht. Oh, wunderbar von Johnny Storm gemacht. Aber jetzt genau das, was du meinst. Johnny Storm ist back. Es wird schnell und Johnny Storm kann seine Schnelligkeit ausspielen. Und Mike Quackenbush bekommt sofort Probleme. Ja, davon haben wir gesprochen. Bei diesen Männern ist das so gefährlich. Sie sind beide so schnell. Moonshot von Johnny Storm. Cover 1, 2, 3, Kickout. Die Kleinigkeit kann er schon mit dem Pin ausmachen. Wie man hier sieht, diese Unzauber vorne, diese wunderschöne Mexican. Catapult in the form and then DDT, this is unglaublich. Johnny Storm, ersetzt nach mit Punches. Aber Quack blockt. Oh, das holt er jetzt. Ja, es ist einer dieser berühmten, praktisch ein Standing STF oder sowas in der Art. Standing STF hier von Mike. Und Johnny Storm versucht jetzt verzweifelt in die Seile zu hüpfen, sage ich mal. Der schafft es auch und kann nicht. Referee Andy zählen muss, Mike Quackenbush erzählen und der löst jetzt auf den Griff. Moment, ist ganz klar, Mike Quackenbush im Vorteil, hat Johnny entscheidend geschwächt. Ich mag eigentlich beiden den Stil nicht so, weil das Ganze für die Fans, mit den Fans, das entspricht mir nicht so lange. Na gut, das. Da hat man auch keinen Erfolg, wie man an meinen Kämpfen sieht. Ich bin der Heavyweight Champion, aber Mike ist der Lightweight Champion und. Mike hat den größtmöglichen Erfolg, den man erreichen kann in seiner Gewichtsklasse. Also helfen die Fans vielleicht einem doch. Ja, Johnny Storms Bein wird es wirklich für die ganze Zeit arg in Mitleidenschaft gezogen. Mal sehen, wie weit das noch ihn auch im weiteren Kampfverlauf schwächen wird. Und was wird das jetzt sein? Oh, ein flying Figure 7 von Mike Quackenbush. Und normalerweise sieht man die Figure 7 eher im Liegen, aber ich bin mir sicher, dass er sich diesen Move ebenfalls irgendwo im Map-Score geguckt hat. Ja, das sieht mir doch danach aus. Das führt nicht zum Erfolg. Ja, Johnny Storm schon ziemlich außer Atem, sage ich mal. Jetzt, wo es wieder auf die Matte geht, hat Johnny Storm natürlich etwas mehr Probleme. Mike Quackenbush will sie hochfüllen, Nelson. Und was wird das? Geh unten, Scooter Roll-Up, nein, schön gemacht von Johnny Storm. Cover, nein, Contact, 1, 2, Kickout. Und was macht Mike Quackenbush jetzt? Rollt ihn auf die andere Seite rüber, aber wieder nur ein Two-Count. Magistral-Trade von Johnny Storm. 1, 2, wieder nur ein Kickout. Two-Count. Eine Cover-Serie der beiden. Kick von Johnny Storm ins Gesicht. 1, 2, Cover und Kickout. Cover. 2, schon wieder nur ein Two-Count. Unglaubliche Serie von beiden. Noch ein Two-Count hinterher. Und kommt ihr wirklich kaum hinterher? Covers, wo man hinguckt. 1, 2, aber es reicht einfach immer noch nicht. Kick von Mike Quackenbush. Kick daneben. Johnny Storm. Storm wieder abgetaucht. Oh, was jetzt? Oh. Oh mein Gott, was war das? Eine Dr. Bomb hier von Mike Quackenbush und Johnny Storm landet direkt auf seine Kopf. Rechtet der Holy Shit Chance hier von den Fans. Eine unglaubliche Aktion, die habe ich so noch nie auf der ganzen Welt irgendwo gesehen. Jetzt liegen beide erstmal K.O. am Boden. Das liegt vielleicht daran, dass sie noch nie irgendwo sonst auf der Welt waren. Ich sag dazu nichts, das ist einfach unterstes Niveau, mit dem will ich mich wirklich nicht abgeben. Tja. Wenn man so weit gereist ist wie ich, dann hat man schon viel gesehen, aber diese Aktion muss ich wirklich sagen. Ja, einmal für zwei Wochen nach Amerika und das war's dann auch. Oh mein Gott, was für unglaubliche Jobs. Oh, wunderschöner Kick, hat den Fan getroffen. Nochmal von hinten jetzt. Und wird denn von ab. Und das könnte der Rewind to Rock'n'Roll, aber nein, Mike Quackenbush dreht sich um. Er kennt diesen Move bereits. Aber doch noch ein Rock'n'Roller. 1, 2. Und kickt auch in allerletzter Sekunde. Das waren mal wieder 2, 341, 342. Wunderschöne Delphin Lana eben von Johnny Storm. Die fast zu verfolgen wird. Johnny Storm ist mit einem Shoulderblock. Setzt Quack jetzt aufs Top Rope. Und Johnny Storm will das Match hier beenden. Superplex von Johnny Storm. Oh, wird zurück in den Ring geworfen. Johnny Storm fällt hart auf den Ringboden. Aber er kommt wieder. Los, Jana, runter vom Dach. Sehr schön gemacht von Johnny Storm. Und momentan sieht es echt ein Titelwechsel aus. Und Johnny Storm muss natürlich schneller covern. Das ist das Cover 1, 2. Oh nein, er hat vergessen, das Bein einzuhaken. Hier kann das natürlich nichts werden. Und die strategische Abwehr von Mike Quackenbush, dass Johnny Storm nicht sofort zum Pin kam wegen seinem kaputten Knie. Aber trotzdem, hier Storm, wie schon hier gesagt wurde, müsste das Bein einhaken. Ja, wie ein weiser Mann eins sagt, der ruckte gerade den Leg. Man, oh, of course. Und das hier.
Mike Quackenbush blockt gerade ab. Johnny Storm bekommt ihn nicht. Oh, Tony Lucci Ansatz, aber jetzt ist Johnny Storm wieder dran. Und jetzt wieder diese Umakana zeigen. Second Rope, Third Rope, aber... Oh! Avalanche-Style Atomic Drop. Und was wird das jetzt? Das sieht mir wieder sehr gefährlich aus. Oh, auf. Das ist der Orbital Crab von Mike Quackenbush. Ebenfalls ein sehr gefährliches Mischen darüber. Aber Johnny Storm ist da wahrscheinlich zu nah an Seilen. Aber es geht natürlich weiter aufs Bein von Johnny Storm. Ja, also das ist sehr gefährlich. Ja. Wenn da 15 Minuten sind schon um. Das ging aber sehr schnell. Ja, aber man ist nicht zu Ende. Ich glaube noch 15 Minuten etwa. Double Storm. Allerdings nur einfach. Oh, jetzt ist das Klammerlief am Gatz von der anderen Seite. Das werden wieder die... Oh! Das ist sehr höher. Der höchste Texas Clover Leaf, den ich hier gesehen habe. Der inverted Texas Clover Leaf. Jetzt ist mir gerade der Move-Namen entfallen, leider. Auf jeden Fall ein unglaublicher Submission-Hold. Und jetzt geht das Ganze noch wieder an der Bande. Ein Kondo-Klatsch irgendwie jetzt mit Beinschädeln und äußerst schmerzhafter Move. Und auch der geht natürlich auf Bein von Johnny Storm. Und dieser versucht jetzt in die Seite zu retten. Und schafft es auch. Michael English löst den Move. Jetzt aber jetzt wieder am Boden. Das war wieder der Condor Clutch, wie ich schon gesagt habe, ist der Finishing Move von einem von Mike Quackenbush Schülern, und zwar Eddie Kingston. Da sieht man durch, Mike packt hier alles aus, was er nur machen kann gegen einen Mann wie Johnny Storm vom Weltklasse. Oh, Wonderwall! Wonderwall! Wonderwall völlig ansatzlos! Das kann es jetzt schon sein! Das muss es sein, er muss covern! Er muss covern! Er covert! Eins, zwei! Mike Quackenbush kann sich aus dem Finisher von Joe Storm befreien. Das ist ein Wonder, dass hier Mike Quackenbush noch aus dieser Wonder World ausgekickt hat. Da sieht man wieder, Johnny Storm ist so schnell. Da kann man bloß nicht hinsehen. John, John. So ist es. Und jetzt wird Johnny Storm nachsitzen. Johnny Storm geht aufs Top-Rope, ja. Der Mund soll da aber Mike Quackenbush muss jetzt schon wieder zu sein. Johnny Storm sieht das nur. Oh, unglaublicher Kick von Mike Quackenbush. Was soll das jetzt? Jetzt zum Lightning Lock. Damit hat Mike Quackenbush ja schon Jody Fleisch besiegt. Lightning Lock, Jody Fleisch hat diesen Move aufgegeben im Finale. Nein, Jody Fleisch! Au! Der